Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Aus der Theorie soll nun Praxis werden. Mit einem ganzen Bündel an Steueränderungen will die Bundesregierung nun buchstäblich umsteuern Richtung Klimaschutz. Heute hat das Kabinett den entsprechenden Gesetzesentwurf von Finanzminister Scholz auf den Weg gebracht. Mit steuerlichen Anreizen soll unter anderem erreicht werden, dass die Deutschen im Interesse des Klimaschutzes mehr Bahn fahren und weniger fliegen. Die Regierung will Bahnfahren attraktiver machen. Die Mehrwertsteuer für Fernverkehrstickets soll sinken. Das Kabinett hofft, dass Reisende sich dadurch im Zweifel für den Zug entscheiden und gegen das Flugzeug. Auch weil Fliegen teurer werden soll durch eine höhere Luftverkehrssteuer. Die Steuer auf Kurzstreckenflüge soll von 7,50 Euro auf 13,03 Euro steigen. Bei Mittelstreckenflügen von 23,43 Euro auf 33,01 Euro und bei Langstreckenflügen von 42,18 Euro auf 59,43 Euro. Auch der Ausstoß von CO2 soll teurer werden. Um damit Pendler nicht zu stark zu belasten, will die Regierung die Pendlerpauschale erhöhen. Das, was uns aber wichtig war, ist, das jetzt auf eine Art und Weise zu tun, die dazu führt, dass auch diejenigen, die ganz wenig Geld davon verdienen, davon profitieren, indem wir eben ihnen auch die Möglichkeit gegeben haben, von dieser Pendlerpauschale etwas zu haben, was bisher nicht der Fall war. All das sind Maßnahmen aus dem Klimapaket der Regierung. Die FDP findet, dem Klimaschutz diene das alles nicht. Die vielen einzelnen Maßnahmen sind ein Sammelsurium, teilweise kontraproduktiv in ihrer Wirkung nicht. Gerechtfertigt und sie werden aber für die Menschen sehr teuer werden. Die heute beschlossenen Gesetze des Klimapakets sollen jetzt schnell in den Bundestag kommen, damit der noch vor Weihnachten darüber abstimmen kann. Deutschland und Frankreich betonen stets ihre besonderen Beziehungen, die erst jüngst mit einem neuen Freundschaftspakt bekräftigt wurden. Dazu gehören auch regelmäßige gemeinsame Kabinettssitzungen, wie jetzt der Ministerrat am Nachmittag in Toulouse. Um Klima, um Industrie, um Verteidigungspolitik soll es gehen. Aktuelle Krisen wie die türkische Offensive in Syrien dürften schon zuvor zur Sprache kommen, wenn sich Kanzlerin Merkel und Präsident Macron am Mittag beim Flugzeugbauer Airbus treffen. Noch ist die Kuh nicht vom Eis. Vor dem EU-Gipfeltreffen in Brüssel laufen die Bemühungen auf Hochtouren, den Brexit-Streit mit der Regierung in London nun endlich beizulegen. Bis tief in die Nacht hinein verhandelten Vertreter beider Seiten über einen Kompromiss, vor allem in der kritischen Backstop-Frage. Der britische Premierminister Johnson dringt auf einen raschen Deal, weil er sein Land planmäßig aus der EU herausführen will. In Brüssel ist Michael Grütz zugeschaltet. Herr Grütz, ist denn irgendwas nach draußen gedrungen, wie die Gespräche heute Vormittag laufen? Nun, seit 20 vor 10 ungefähr verhandelt man wieder, nachdem man dann in der Nacht dann doch eine Pause brauchte. Und was wir hören, ist, dass so gegen 11 ein Entwurf des Vereinigten Königreiches über diesen Passus vorgelegt worden sei. Darum geht es bei all dem, was wir hören, offenbar um eine Zollgrenze, die in der Irischen See verlaufen kann. Das ist eine Idee, die schon vor einiger Zeit mal heftig verworfen wurde vom Vereinigten Königreich. Aber manches kommt jetzt wieder raus, was vorher schon mal eine Rolle gespielt hat, um noch zu einer Lösung zu kommen. Ob das aber ausreicht, das ist im Moment noch unklar. Zur Erinnerung, es geht ja darum, dass man eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland verhindert. Und es geht um diesen Backstop, den Sie erwähnt haben, der dann greifen würde, wenn man sich in den nächsten 2, 3 Jahren zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich nicht auf einen Handelsvertrag würde einigen können. Um 14 Uhr will ja der EU-Unterhändler Barnier die EU-Botschafter informieren. Was wird denn danach passieren? Nun, das geht dann danach an die Staats- und Regierungschefs. Morgen beginnt ja hier deren Gipfel und da wird man dann darüber nachdenken müssen, wie man mit dem Ergebnis umgeht. Wenn es denn eine Einigung gibt, stellt sich die Frage, gibt es vielleicht eine technische Verlängerung des Austrittsdatums, um noch letzte Details möglich zu machen? Oder muss es einen Sondergipfel möglicherweise geben? Alles steht aber am Ende des Tages immer noch unter dem Vorbehalt, dass am Samstag, wenn es denn überhaupt eine Einigung heute hier gäbe, dass am Samstag auch das Unterhaus in London dem zustimmt. Und da hat Boris Johnson ja bekanntlich keine Mehrheit. Also das ist auch noch unklar. Also es stehen sehr, sehr unklare Tage hier vor den Staats- und Regierungschefs. Michael Grütz aus Brüssel war das. Herzlichen Dank. An der Börse gibt es schon mal Vorschusslorbeeren in Sachen Brexit. Gestern legte der DAX deutlich zu, in der Nacht auch die Börsen in Asien. Heute allerdings bleiben die Anleger in Frankfurt gespannt abwartend. Klaus-Rainer Jackisch, warum schwankt die Einschätzung inzwischen fast täglich?
Nun, das liegt daran, dass es natürlich, wie wir auch gerade gehört haben, noch kein klares Bild gibt, wie eigentlich dieser Kompromissvorschlag genau aussieht. Und von dem, was man weiß, da leiten sich natürlich viele Fragen ab. Wie soll zum Beispiel eine Zollkontrolle in der irischen See praktikabel durchgeführt werden? Es gab ja auch schon die Variante, dass die Zollkontrolle möglicherweise auf der britischen Hauptinsel durchgeführt werden soll. Dann müsste aber ein Land, das nicht mehr in der EU ist, für die EU diese Zollkontrollen und eben auch das Geld eintreiben. Geht das überhaupt? Funktioniert das? Das sind alles Fragen, die Wirtschaft im Moment beschäftigen. Auch die Frage, was damit für eine Bürokratie letztendlich auf die Unternehmen und damit wiederum neue Kosten auf sie zukommen. Und all das führt letztendlich dazu, dass man doch wieder sehr zurückhaltend ist und der deutsche Aktienindex heute um seinen Vortageswert schwankt, auch wenn es jetzt ein kleines Plus von 44 Punkten gibt bei 12.674 Punkten der deutsche Aktienindex. Aber die Umsätze, die sind nicht allzu groß und deshalb sollte man nicht allzu viel in dieses Plus hineininterpretieren. Klaus Ranejakisch war das von der Börse in Frankfurt. Vielen Dank. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe nimmt ein umstrittenes Geschäftsmodell ins Visier. Über Portale wie wenigermiete.de können Verbraucher im Internet etwa niedrigere Mieten durchsetzen. Zahlen müssen sie nur bei Erfolg. Solche Internetdienstleister sind als Inkasso-Dienstleister registriert. Kritiker werfen ihnen vor, wie Anwälte Rechtsberatung zu erbringen und das unerlaubterweise. Boris Konowski zahlt für seine 65 Quadratmeter Wohnung in Berlin 987 Euro. Zu viel findet er und lässt die Miete im Internet überprüfen. Das Ergebnis, sie ist rund 230 Euro zu hoch. Daraufhin überträgt er seine Forderungen an den Portalbetreiber LexFox. Dieser soll seine Rechte durchsetzen. Für ihn bequem. Keine Termine, die ich machen muss mit einem Mieterverein oder ähnlichem, wo man tatsächlich in eine Filiale gehen muss. Sondern ich habe alles online gemacht, alles automatisch und ich muss mich um nichts weiter kümmern und komme zu meinem Recht. Im Moment aber muss Boris Konowski warten. Sein Prozess ruht. Denn in Karlsruhe steht heute, wegen eines anderen Falls, das Geschäftsmodell des Portalbetreibers auf dem Prüfstand. Das Inkasso-Unternehmen bietet Online-Rechtsberatung, gesteuert durch Algorithmen an, die sich an Standardfällen orientieren. Ein Honorar ist nur fällig bei Erfolg. Doch ob dies zulässig ist, ist strittig. Inkasso-Dienstleister dürfen laut Gesetz Forderungen eintreiben. Die Frage ist nun aber, ob das Angebot des Portalbetreibers zu weit geht. Also ob der Schwerpunkt der Tätigkeit nicht auf der Inkasso-Leistung, sondern auf der Rechtsberatung liegt. Wäre das der Fall, dann könnte das Start-up gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz verstoßen und unerlaubte Rechtsberatung durchführen. Die Richter verkünden ihr Urteil in einigen Wochen. Mieter wie Boris Konowski und ähnliche Unternehmen erwarten es mit Spannung. In Niedersachsen und in weiteren Teilen Norddeutschlands war heute Nacht Land unter. Nach unwetterartigen Regenfällen wurden Straßen überschwemmt. Einige mussten zeitweise gesperrt werden. Auf anderen gab es durch Wasser und Schlamm auf den Fahrbahnen zahlreiche Unfälle. Keller liefen voll. Zudem stürzten wegen starker Winde Bäume um. Feuerwehr und Polizei rückten zu Hunderten von Einsätzen aus. Wenn Kinder schlecht essen, leben sie schlecht, sagt die Leiterin des Kinderhilfswerks UNICEF, das heute seinen neuen Bericht vorgestellt hat. Demnach sind weltweit 149 Millionen Kinder unter 5 Jahren wegen Mangelernährung unterentwickelt, also zu klein für ihr Alter. Weitere 50 Millionen haben schlicht nicht genug zu essen. Aber auch das gehört zur Fehlernährung. 40 Millionen Kinder unter 5 sind übergewichtig oder fettleibig. Wir sehen, dass Millionen von Kindern zu viel von dem essen, was sie nicht brauchen, und zu wenig von dem, was sie brauchen. Zum Beispiel sehen wir, dass Kleinkinder häufig nicht Produkte wie tierische Produkte bekommen, als auch Obst oder Gemüse. Und mit zunehmendem Alter wird es nicht besser. Stichwort Fast Food. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der Übergewichtigen zwischen 5 und 19 fast verdoppelt. UNICEF fordert mehr Aufklärung über gesunde Ernährung. Und jetzt zur Frage, was Jugendliche derzeit denken und meinen. Da gibt es jetzt eine neue Studie für Deutschland. Und die zeichnet ungefähr dieses Bild. Oft engagiert, politisch interessiert, auf den Straßen bei Fridays for Future. 71% der 12- bis 25-Jährigen sagen, die Zerstörung der Umwelt mache ihnen Angst. Platz 1 in der Studie, noch vor Terroranschlägen. Aber die Befragung zeigt auch, sehr viele sind zugänglich für populistische Parolen. Sandra Susanka.
Auch sie sind Teil dieser Generation. Rund ein Drittel der Jugendlichen übernehmen leicht populistische Positionen. So glauben 33% von ihnen, dass die Regierung der Bevölkerung die Wahrheit verschweigt. 20% zumindest teilweise. Auf jeden Fall. Ich glaube, das gehört immer zur Politik, dass man nicht vielleicht alles weiß. Also das sollte nicht so sein, aber das ist, glaube ich, in den meisten Fällen so. Ich denke, wenn die Bürger immer die Wahrheit wüssten, dass es in Deutschland zu sehr vielen Unruhen kommen würde. Ergebnisse der aktuellen Shell-Studie mit dem Titel Eine Generation meldet sich zu Wort. Überraschend für die Forscher, die Empfänglichkeit für politischen Populismus wächst. Wenn es den jungen Leuten nicht gut geht, wenn sie mit der Bildung nicht gut zurechtkommen, vor allem auch wenn ihre wirtschaftliche Lage schlecht ist, wenn sie glauben, dass es ihnen nicht gut gehen wird, dann werden sie politisch kritisch. Dann fangen sie an zu suchen nach einfachen Antworten und dann sind auch populistische und nationalistische und autoritäre Positionen für sie durchaus interessant. Ein anderes Drittel der Jugendlichen setzt auf verstärktes politisches Engagement, ist gut gebildet. Bei Fridays for Future engagiere ich mich, ich habe selber was dafür gemacht noch, also ich ernähre mich vegetarisch und ich finde, es ist wichtig, sich zu Wort zu melden und zu sagen, was einem wichtig ist. Eine Mehrheit findet sich, wenn es um die eigene Perspektive geht. Fast 60% schauen eher zuversichtlich in die eigene Zukunft. Gesundheitsministerin im Kabinett Schmidt, Bundestagsvizepräsidentin, Vorsitzende des Mieterbunds. Nur 3 von vielen Ämtern, die Anke Fuchs innehatte. Jetzt ist die SPD-Politikerin mit 82 Jahren gestorben. Als Juristin stritt sie für Frauenrechte, galt als volksnah und genoss über Parteigrenzen hinweg große Anerkennung. Hoher Besuch heute zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse. Zum einen konnte man die frisch gekürte polnische Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk erleben. Zum anderen gab sich das Kronprinzenpaar aus Norwegen die Ehre. Peter Theisen. Großer Andrang beim königlichen Besuch. Mette-Marit und Kronprinz Håkon kommen pünktlich an mit dem Literaturzug zur Eröffnung der Buchmesse. Unterwegs erklärte die Prinzessin ihre Faszination für Bücher. Sie tragen zum Verständnis der anderen bei. Das ist für mich die Schönheit der Literatur. Wir können uns selbst dadurch besser verstehen lernen und auch die anderen. Literatur ist aber auch wichtig, weil sie uns etwas Gemeinsames schenkt, etwas, das uns vereint. Norwegen, das Gastland der Buchmesse, hier ist das Wort so frei wie in keinem anderen Staat der Erde. Diese Freiheit ist nicht selbstverständlich, das beobachtet auch die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk in ihrer Heimat in Polen. In Polen gibt es keine offizielle literarische Zensur, aber ich stelle fest, dass gerade eine Art Selbstzensur auftaucht. Das heißt, dass die Schriftsteller gewissermaßen Angst davor haben zu schreiben, was sie wirklich denken und empfinden, weil sie sich vor den möglichen politischen Konsequenzen fürchten. Wir sehen es überall auf der Welt, wie sich Sprachräume, wie sich Nationen abschließen, wie sich Indien abschottet, was in China passiert, das Thema um Hongkong. Es gibt aber auch gute Nachrichten aus der Welt der Bücher. Die Verkaufszahlen steigen wieder, nicht nur beim E-Book, sondern auch beim guten alten gedruckten Wort.